Ja, und damit willkommen zurück zum Flughafen Feuerwehrsimulator 2013. Diesmal nur mit mir, der Ansgar ist heute nicht da, aber ich denke, wir können das auch irgendwie schon ohne ihn meistern. Das kriegen wir hin. So, wir sind hier wieder zurück bei unserem Feuerwehrmann Hans Kevin Günther. Nee, es war nur Hans Kevin, der sich heute extra um 6 Uhr aus dem Bett gequält hat, um seine Schicht hier als Feuerwehrmann am Flughafen anzutreten. So, was haben wir denn hier? Guten Morgen, Männer. Ich hoffe, ihr seid alle fit für die Schicht. Ja, ob man das von Hans Kevin behaupten kann, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat ihn seine Mutter mit letzter Geschwindigkeit aus dem Bett geprügelt. Naja, wir drücken jetzt mal E und gucken, was uns heute so erwartet. In erster Linie nichts, aber die Halsmuskeln von Hans Kevin sind schon ganz schön fit. Das merke ich hier. So, zum neuen Kollegen. Damit sind wohl wir gemeint. Du nimmst heute das Einsatzleitfahrzeug Florian 2. Und sobald du das Fahrzeug auf vollständige Funktionalität geprüft hast, darfst du heute auch direkt die Zaunkontrolle durchführen. Na, vielen Dank. Ich weiß, ist nicht gerade unsere Lieblingsbeschäftigung, aber es fällt halt leider auf und auch in unser Aufgabenfeld. Genau gesagt, in das Aufgabenfeld der Neulinge. Das ist wohl so eine Drecksarbeit, die tritt man Neulingen immer ab. So, wie geht's denn jetzt weiter? In welche Richtung du die Strecke fährst, ist im Grunde dir überlassen. Wichtig ist nur, dass du darauf achtest, ob irgendwo Löcher im Zaun sind. Keine Sorge, du wirst sie nicht übersehen, wenn welche vorhanden sind. Wenn du eines findest, hältst du kurz daneben an und gibst die Position mittels der Taste F an den Leitstand durch. Das war im Grunde schon alles. Ah, das ist ja nett. Wir haben also auch eine kleine Hilfe bei dem Ganzen, bei der ganzen Geschichte hier. Und weiter geht's. So, der Feuerwehrhauptmann macht wieder seine komischen Faxenbewegungen da. Wenn du die Aufgaben erledigt hast, kommst du zurück zur Wache. Danach kannst du dich selbstständig beschäftigen. Selbstständig beschäftigen heißt, du kannst zum Übungsplatz fahren oder den Umgang mit dem Wagen und dem Feuerlöscher üben. Diesen findest du im Kofferraum. Oder du bleibst hier auf der Wache, legst dich was hin oder was dir sonst noch einfällt. Oh, perfekt. Sorge nur immer dafür, dass dein Fahrzeug betankt ist und du einsatzbereit bist, wenn ein Alarm kommt oder ich dir eine andere Aufgabe übertrage. Ja, das finde ich ja schon mal sehr gut. Also ich würde sagen, wir machen mal schnell die Zaunkontrolle, damit wir hier auch schnell zum Scheißebauen kommen. Ja, das muss man ja auch mal gemacht haben aus einer Feuerwehrwache. So, das war's auch schon. Also alle ab an die Arbeit. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf geht's an die Arbeit. So, wir laufen einfach mal dem schlendernden Hauptmann hinterher. Seine Männer schlendern ebenso. Ich frage mich ja, ob der Hans Kevin hier auch so schlendert. Ich meine, der hat Halsmuskeln, die reagieren sehr schnell. Der kann sich hier mit einmal richtig um 360 Grad sogar drehen. Davon träumt eigentlich jeder Shooter-Spieler. Glaube ich zumindest. So, dann gehen wir den beiden mal hinterher. Müssen wir eigentlich gar nicht. Also wir müssen ja eigentlich jetzt zum Einsatzleitfahrzeug Florian. Florian 2 war das. Aber erstmal müssen wir, glaube ich, die Tore öffnen. So, dann wollen wir mal aufbrechen zur Zaunkontrolle. Und der Motor läuft hier auch schon an. Wir können hier übrigens das Blaulicht auch anmachen. Und das Martinshorn haben wir bereits in der letzten Folge ausführlich getestet. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich über diesen Motorenlärm hier überhaupt noch irgendwas klar und deutlich aussprechen kann. Obwohl, ja, das geht. So, dann wollen wir mal losfahren. Ich weiß allerdings nicht, wie das mit der Zaunkontrolle abläuft. Also ich würde sagen, wir fahren erstmal ein bisschen los, so freie Schnauze, und irgendwie kommen wir schon zum Zaun. Treibstoff haben wir auch noch genug. Dann brettern wir einfach mal hier über die Startbahn los. Ja doch, fahren wir doch ruhig mal über die Startbahn. Ich meine, ich habe eh noch nie ein Flugzeug hier gesehen, von daher einfach mal frei Schnauze drauf losbrettern. Einsatzbefehl für Florian 2. Im Außenbereich des Helikopterflugplatzes wurde uns ein Brand gemeldet. Es scheint sich nicht nur um eine kleinere Sache zu handeln, sondern sogar nur um einen Fehlalarm. Begib dich bitte schnellstmöglich dahin und vergewissere dich, dass kein Brand ausgebrochen ist. Sollte sich der Alarm bestätigen, dann kümmere dich bitte unverzüglich darum. Der genaue Einsatzort wird dir auf der Karte angezeigt. Oh, das läuft auf Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt richtig Gas geben. Jetzt dürfen wir sogar Gas geben.
Das wird der erste Einsatz hier für Hans Kevin. Direkt voll Action geht's hier los. Wir haben... Wie viel Uhr haben wir es eigentlich in-game? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir fahren jetzt erstmal zum Einsatzort. Einsatzbefehl. Wir haben den Einsatzbefehl bestätigt. So, und jetzt sind wir eigentlich auch schon da. Da sehe ich auch schon Rauchwolken kommen. Und es ist ein brennender Mülleimer. Wer hätte das gedacht? So, wir sind jetzt am Einsatzort eingetroffen. Was müssen wir jetzt machen? Ich würde sagen, wir steigen erstmal aus. So, drücke F, um den Feuerlöscher zu nehmen. Das wird der erste abenteuerliche Einsatz. Jetzt würde ich mal sagen, Wassermarsch. Und da hat der Hans Kevin auch seinen ersten Einsatz erfolgreich gemeistert. Er hat es tatsächlich geschafft, einen brennenden Mülleimer zu löschen. Oder vielmehr gesagt, eine Mülltonne. Drücke die linke Maustaste, bla bla bla. Du hast das Feuer erfolgreich bekämpft. Der Einsatz ist beendet. Drücke F, um den Einsatz abzumelden. Danach kannst du zur Wache zurückkehren und dich deinen Routineaufgaben widmen. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren einfach mal zurück zur Wache, weil ich habe keine Ahnung, wie ich diese komische Zaunkontrolle hier durchführen soll. Also, das ist mir schleierhaft. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal zurück zur Wache und wenn der Chef uns deswegen anmeckert, sagen wir, och, vergessen. So wie man das immer macht. Da spielen wir halt den ahnungslosen Neuen, mogeln wir uns durch. Und jetzt fahren wir erstmal. So. Ich muss sagen, wir fahren sehr vorbildlich und es wird schon hell. Wir haben jetzt schon 11.45 Uhr. Der hat tatsächlich 3-4 Stunden gebraucht, um diesen Mülleimer da zu löschen. Also, so ein löschender Mülleimer ist tatsächlich nicht ganz einfach zu bekämpfen. Nicht so einfach, als wie man denkt. Jetzt ist die Frage... Ah, ich sehe schon. Ich glaube, irgendwo da vorne. Ich muss ja sagen, das Gelände ist schon etwas größer. Fahren wir vorwärts rein. So. Haben wir schön geparkt. Ich würde sagen, wir lassen das Tor mal... Obwohl doch, das schließen wir. So, aus reiner Ordnung. Jetzt wollte ich noch wissen, wo der Chef ist. Vielleicht hat er noch irgendwas für mich. Kann man hier überhaupt raus? Jawohl, man kann ja auch rausgehen. So sieht die Feuerwehrwache also von vorne aus. Wir schlendern ja normalerweise nur drinnen herum. Ich habe allerdings immer noch keine Ahnung, wie man diesen komischen Zaundienst da macht. Ja, vielleicht setzen wir uns nochmal in den Wagen. Und gucken, wie das... Gucken mal, ob das mit dem Zaundienst hinkommt. So, dann drücken wir mal E. Obwohl, wenn das jetzt, wenn da jetzt nichts Neues kommt von wegen Zaundienst, dann können wir eigentlich auch einfach mal hier auf dem Flughafen ein bisschen rumfahren und gucken. Das finde ich sogar noch besser. Hier, wollen wir mal den Bussen oder den Milchwagen hinterher fahren oder hier diesen Rondo Media Gourmetwagen. Ups, da wären wir eben fast auf die Plauze gefahren. Fahren wir einfach mal dem Gourmetwagen hinterher, mal sehen, wo der hinfährt. Das interessiert mich dann doch irgendwo. Fahr, 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 fahr. Ah. Und wie immer sind wir irgendwann schneller als die... Wo fährt... Meine Güte. Der Kerl kann aber auch echt nicht... Jawoll. Na, obwohl, das ist die Laderampe. Ist er rückwärts rangefahren, habe ich jetzt nicht so gesehen. Und hier ist ein Passagierbus und wir bekommen den nächsten Einsatz. Im Bereich des Hangars bei den Lagerhallen vom neuen Frachtterminal wurde uns ein Brand gemeldet. Es ist wieder nur eine kleinere Sache. Alles klar, wir nehmen den Einsatz natürlich an, tapfer wie wir sind als Hans Kevin. Ich würde sagen, wir fahren mal durch diese Lücke hier durch. Was? Geht nicht? Ah, ist ja doof. Naja. Dann müssen wir wohl oder übel außen rumfahren, hier durch die Flugzeuge hindurch. Aber wir erreichen den Einsatzort noch irgendwie. Kaboom. Ich hoffe, man kommt durch diese Zäune hier. Ich weiß auch gar nicht, was das für Zäune sind. Die sehen wie Panzerbarrikaden aus. Oh, hier ist unsere Feuerwehrwache. So. Dann wollen wir mal.
Wir beschleunigen auf satte 140, 150, 160 km/h Höchstgeschwindigkeit hier. Also, das ist das erste Fahrzeug auf dieser Engine, was ich mit mehr als 100 km/h fahre. Dazu muss man wissen, wir spielen auch den Baumaschinen-Simulator. Da schaffen die Fahrzeuge vielleicht gerade mal 80 km/h höchstens. Wo ist denn jetzt der Brand? So, wir sind gleich an der Brandstelle. So, ich sehe aber nichts. So, wir sind am Einsatzort eingetroffen, aber wo? Ach, da vorne brennt's. Und es scheint sich mal wieder um eine brennende Mülltonne zu handeln. Wir nehmen uns wieder unseren coolen Feuerlöscher hier. Oh, schaut mal, das Löschmittel ist wieder aufgefüllt. Da würde ich mal sagen, wir löschen den brennenden Mülleimer. Jawoll. Und wir haben wieder eine Aufgabe erfüllt hier als tapferer Feuerwehrmann Hans Kevin. So. Alles klar, das ist das Geheimnis. Wir müssen also hier immer rumfahren, dann bekommen wir auch automatisch Einsätze. Würde ich sagen, wir fahren mal wieder zurück zur Wache. Vielleicht können wir uns da irgendwie anderweitig die Zeit vertreiben. Ich wollte eigentlich schon immer mal wissen, wie das mit dem Schlafen ist. Ob man sich da tatsächlich ins Bettchen legen kann. So, dann fahren wir eben zur Feuerwehrwache. Wie es weitergeht, werdet ihr allerdings erst in der nächsten Folge sehen, wenn wir oder ich wieder den Feuerwehrsimulator 2013 spielen. Bis dahin!